Ja, ich denke mal generell, dass uns morgen ein ganz anderes Spiel erwarten wird. Statt Allendorf als Aufsteiger war klar, dass sie ja, sehr kompakt wahrscheinlich stehen würden und eher auf die Defensive bedacht sind. Das haben die wirklich sehr gut gemacht und haben auch offensiv immer gute Akzente gesetzt. Aber ich denke, morgen wird es ein ganz anderes Spiel. Ich meine, Saarbrücken ist sehr gut gestartet jetzt mit dem 4-1, kommen sicherlich mit Selbstvertrauen und werden es wahrscheinlich nicht ganz so defensiv angehen. Ja, wir haben zwei Fragezeichen, ein etwas größeres und ein kleineres. Das größere ist Kevin Make, der eine Knieverletzung aus dem letzten Spiel davongetragen hat. Schauen wir mal, ob es heute versucht. Haben gerade telefoniert und werden das ganz sensibel angehen, das Thema. Denn ich habe keine Lust, dass mir am zweiten Spieltag irgendeiner wegfliegt, der dann für eine längere Zeit ausfällt. Aber Kevin kennt seinen Körper und wird das einschätzen können. Und das andere, das ganz, ganz kleine Fragezeichen, aber hat gestern schon wieder mittrainiert, ist Gaëtan Krebs. Da gehe ich davon aus, dass er dann bis morgen dann auch gesund ist und mit dem Kader stehen wird, beziehungsweise spielen kann. Und ansonsten haben wir eigentlich, was die verletzten Situationen anbetrifft, eine ganz gute Situation, können fast aus dem Vollen schöpfen, bis weiterhin Selentin und Göttel, die aber schon länger nicht zur Verfügung stehen. Ja, generell weiß man ja, die Atmosphäre wird ein bisschen hitziger. Kommen ein paar mehr Zuschauer, das gibt natürlich nochmal extra Motivation. Jeder Spieler weiß, der auf dem Feld ist, ein paar Augen schauen mehr drauf, das Spiel heute. Da wird jeder Zweikampf vermutlich noch ein bisschen intensiver geführt. Ich denke mal, Nuancen werden entscheiden. Eins ist klar, wir müssen uns gegenüber dem ersten Spiel müssen wir uns steigern. Ich meine, das weiß die Mannschaft. Wir haben das Spiel relativ zeitnah aufgearbeitet. Um 10.50 Uhr am Sonntag war das Stadt-Allendorf-Spiel für uns dann kein Thema mehr. Wir haben uns ein paar Bilder angeschaut früh, ein paar Szenen, woran es aus unserer Sicht gelegen hat, warum wir nicht so ins Rollen gekommen sind, warum wir uns so schwer getan haben gegen einen Aufsteiger und am Ende 0-0 gespielt haben. Und ansonsten freue ich mich persönlich auf das erste Derby gegen den ersten FC Saarbrücken hier in Elversberg und werde jetzt nicht irgendwelche Kampfansagen machen, sondern für uns ist wichtig, dass wir unsere Leistung auf dem Platz in Ordnung bekommen. Besser spielen als am Samstag, besser spielen bei eigenem Ballbesitz. Der eine oder andere braucht auch eine bessere Tagesform. Das ist definitiv so, weil am Wochenende hatte der eine oder andere zu viel keine gute Tagesform. Und dann bin ich gespannt, wie es am morgigen Abend ausgeht. Ich hoffe, ich muss mir keinen Helm aufsetzen da drüben, aber davon gehe ich aus, dass es alles friedlich bleibt und dass wir ein friedliches und aber ein emotionsgeladenes Derby erleben werden.